Kati B., 25, Budak Yellow, hat aktuell mit harten Vorwürfen von ihrem ehemaligen Managerschaft zu kämpfen. Bisher wollte sich die Rapperin nicht zu der 10 Millionen Dollar Klage äußern. Doch jetzt spricht ihr Anwalt in der New York Post Klartext. Sie würden erst vor Gericht detailliert auf die Anklage eingehen, aber selbst dort werfe Schaftsbehauptung eine große Frage auf. Denn als Manager müsse man den Künstler immer nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Man bekomme eine treuhänderische Pflicht auferlegt, dürfe sich nicht in Interessenkonflikte bringen und nicht eigenmächtig Entscheidungen treffen. Doch daran habe sich der Ex-Manager der US-Amerikanerin dem Anwalt zufolge nicht gehalten. Mehr Musik von Cardi B gibt es hier. Schaft soll sich zunächst eine 20%ige Provision gesichert haben. Damit in der Tasche habe er Cardi B dann zu einem schlechten Deal mit einer anderen Firma verpflichtet. Sie war dadurch angeblich gezwungen, die Hälfte ihrer Musikrechte und der Musiklizenzen abzugeben. Außerdem sollen 25% ihrer Einnahmen beansprucht worden sein. Diese Abmachung steht laut dem Anwalt nicht im Einklang mit der treuhänderischen Pflicht.